Nachdem wir Ihnen versucht haben zu zeigen, wie Outlook auf den verschiedenen Apple-Geräten funktionieren kann und dass der Funktionsumfang auf allen Geräten eigentlich gesetzt ist, wollen wir uns jetzt nochmal um das CMS Management kümmern. Und da habe ich wieder Björn dabei, der mir administrativ bestimmte Fragen beantworten kann. Björn, Gerne. Wir haben Outlook ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja auch schon mal gesagt, wir können Office-Anwendungen gut verteilen über Intune. Wie ist es mit den Richtlinien, den Einstellungen von Outlook? Lassen sich auch die gut für die Anwender eben über das administrativen Portale eben vorgehen? Ja, definitiv. Also sowohl für Windows als auch für alle anderen Plattformen gibt es diese sogenannten App-Schutzeinstellungen. Da wird dann definiert, was quasi auf dem Client vom Endbenutzer, Endbenutzerin gemacht werden darf. Es können Konfigurationsprofile sein, es können Einschränkungen sein, es können auch einfach erlaubte Dinge sein, die sonst vielleicht eingeschränkt werden. Gut. Und natürlich, ich sag mal, wir haben ja oft dieses Szenario, bring your own device, ich sag mal mit dem iPhone, mit einem vielleicht auch Mac. Und wir haben ja immer die Situation auch von Datenschutzgedanken, wir wollen private Kontaktdaten und geschäftliche Daten eben im Grunde genommen trennen. Lässt sich da im Grunde genommen Outlook auch geeignet trennen von den persönlichen Daten, wenn ich jetzt so ein Bring-Your-Own-Device-Konzept habe? Das ist quasi die Idee dieses Bring-Your-Own-Device, mit Unternehmensdaten arbeiten. Dafür gibt es dann das Unternehmensportal. Das Unternehmensportal wird als Profil auf entweder iPadOS, iOS oder halt macOS installiert, schafft einen abgekapselten Bereich und auch die Nutzung der darin enthaltenen Apps, halt Microsoft 365, ist geschützt und abgekapselt vom System. Ich kann aber anhand von Richtlinien die Sachen auch wieder aufbohren. Weil viele sagen, ich brauche die Synchronisierung von Kontakten. Dann kann man sagen, wir erlauben ein Bring-Your-Own-Device-Szenario die Nutzung von privaten Kontakten und Firmenkontakten. Wunderbar. Also es das heißt ja auch, wir haben ja oft die Diskussion auch mit DSGVO-Konzepten und so weiter, dass man sagen kann, wie kann ich private und Geschäftsdaten trennen. Das lässt sich mit Outlook und mit den Richtlinien von Microsoft 365 realisieren. Der andere Punkt nochmal dabei ist natürlich immer die Thema E-Mail-Sicherheit. Wir haben ja immer das Thema viel Spam-Mail, viel Phishing-Mail. Wir haben im Grunde genommen dort ja auch viele Funktionen in Microsoft 365. Werden die auf den Microsoft-Geräten quasi von Apple dann eben auch wirklich dann in den Anwendungen mit unterstützt und für den Anwender auch handhabbar gemacht? Auf dem Mac-System, ja. Also sowohl auf Windows als auch auf dem Mac-System. Kann man sagen, okay, wir haben hier eine Phishing-E-Mail, ich habe diese E-Mail nicht autorisiert, ich bin nicht der eigentliche Empfänger oder der Empfänger kommt mir suspekt vor. Kann ich genau auf dem Outlook-Client halt auch sagen, das ist eine Junk-E-Mail. Prüft bitte Microsoft diese E-Mail oder leite sie an meinen Administrator weiter. Wunderbar. Das heißt also im Grunde genommen, das, was wir von der Windows-Welt gewohnt sind, lässt sich auch von der administrativen Seite mit den Apple-Geräten komplett mit integrieren und wir können eigentlich ohne große Schmerzen sagen, wir können auch Apple-Geräte in einem Microsoft 365-Umfeld so bewegen und betreiben, wie wir es von Windows-Geräten gewöhnt sind. Ganz genau. Wunderbar. Gut, damit kommen wir zum Ende. Wir haben versucht, Ihnen zu zeigen, was mit Outlook alles auf einem Mac oder einem iPhone oder iPad eben als solches funktioniert und wie der Betrachtungswinkel vielleicht auch für den Einsatz im Unternehmen ist und welche Dinge dort zu beachten sind und möglich sind. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn wir Sie unterstützen können bei der Planung, bei der Implementierung oder auch der Einführung von Apple-Geräten in Ihrer Umgebung, weil der Wunsch ist ja doch oft da, dass einzelne Anwender mit solch einem Gerät arbeiten wollen, dann können wir Sie gerne unterstützen und wir würden uns freuen über Ihr Feedback zu dem Video oder eben auch zu den entsprechenden Inhalten, damit wir Sie zukünftig auch mit neuen Inhalten wieder zielgerichtet unterstützen können.